Ja, die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Wir haben uns heute viel vorgenommen und waren dann am Ende des Tages nicht genug bereit dafür, diese Dinge auch umzusetzen. Ich glaube, man muss den Wattenern gratulieren. Sie haben es mit relativ einfachen Mitteln geschafft, uns große Probleme zu bereiten. Ich denke, die Hauptproblematik lag auch teilweise in unserer Struktur, wie wir sehr, sehr ungeduldig unsere Angriffe vorgetragen haben und dadurch auch viele Ballverluste hatten und Wattens war dann in den Konterstößen einfach sehr gefährlich und wir haben den Rücken hinter der Abwehr nicht so in der Art und Weise verteidigen können und ja, dadurch ist auch das Ergebnis dann entstanden. Zweikämpfe verloren, schlecht geschlossen von vorne. Wir waren unruhig in unseren Angriffen, ja, obwohl der Spielverlauf eigentlich ganz günstig war mit dem 1-0, aber danach haben wir komplett den Faden verloren. Ich glaube, auch wenn wir heute ein größeres Spielfeld gehabt hätten, wäre das Ergebnis kein anderes gewesen. Also Wattens hat uns genug Räume zwischen den Linien angeboten, nur wir haben nicht in diese Räume hineingespielt. Wir waren in unseren Angriffsausführungen einfach viel zu ungeduldig, hinten heraus und dann zu schnell tief, zu schnell in Räume, in die wir nicht spielen wollten, wo auch kein Plan war. Natürlich kommt man dann auch nicht ins Gegenpressing, die Mannschaft kann von hinten auch nicht entsprechend schließen und dann sind die Konterstöße einfach eine logische Folge. Also ich denke, es war ein Strukturproblem, welches wir heute hatten und dadurch ist dann Wattens immer selbstbewusster geworden und wir immer mutloser. Ja, wir haben auch dann in vielen Situationen auch zu viel Rückpässe gespielt und dann sind da Situationen einfach entstanden, die nicht so im Plan waren und wir dann den Gegner auch stark gemacht haben. Also ich denke, dass es wirklich nichts mit der Größe des Spielfeldes zu tun hat heute. Wenn man auf der einen Seite jetzt das Spiel in der Offensive sieht, aber auch das Spiel in der Defensive. Wir haben nicht genug Druck auf den Gegner ausüben können. Sie haben dann die letzte Linie mit vielen Spielern überladen und haben dann die Bälle hinter die Abwehr gespielt. Und ja, von daher denke ich, dass wir ja, uns das ein oder andere taktische Problem auch selbst bereitet haben. Optimistisch, weil die Vorbereitung gut war, die Stimmung in der Mannschaft war sehr gut, die Trainingseinheiten vor dem Spiel waren sehr, sehr gut, das Aufwärmen zum Spiel war heute sehr, sehr gut und ich frage dann immer meine Co-Trainer, wenn sie reinkommen, wie das Aufwärmen war, das ist so oft auch ein Indikator, aber man hat dann schon gemerkt, so in den ersten 5 bis 10 Minuten, dass uns einfach die Leichtigkeit fehlt, dass der Gegner sehr, sehr bissig war und dass wir nicht in der Art und Weise den Plan verfolgt haben, wie wir uns es auch vorgenommen haben und dann ja, immer mutloser geworden sind. Ja, es begründet sich weniger dadurch, dass es eine Entscheidung gegen ihn war, sondern eine für Matzen, weil er auch sehr, sehr stark war. Und denke auch Mats hat frischen Wind reingebracht. Also ich glaube einfach, dass die Auswechslung auch bewiesen hat, dass sie in die richtige Richtung gehen kann und auch was bewirkt hat.